Ich gehe davon aus, dass in dieser Grössenordnung Kreditgewährung über das Mutterhaus informiert wird. Also die müssen ja auch sagen, es sind nicht die Vögel da, die entscheidend, ob man eine Milliarde riskiert. Und vor allem nicht in so schwierigen, also das sind High-Risk-Places. Das wird eskaliert und das wird ins Mutterhaus eskaliert. Das heißt, die müssen informiert sein, dass man eine Milliarde investiert. Sie sind nicht unbedingt informiert, dass die bestochen haben. Aber sie müssen, die Compliance im Mutterhaus muss sich mit dem Fall befasst haben. Das ist eine bankaufsichtsrechtliche Anforderung. Wenn sie jetzt das Dossier anschaut, dann fallen Sachen auf. Und dann, ich meine gerade das Thema, dass man, statt statt Fishing Boats die Waffen kauft. Das ist also ein ganz starker Red Flag. Und dass man das ohne Wissen vom Parlament gemacht hat, ist nochmal ein grosses Problem. Da müssen die Alarmglocken läuten. Und dann stellt sich sofort die Frage, gibt es Indizien für Korruption? Das muss man abklären. Die Frage muss man sich stellen. Warum tun die Schweizer Behörden nicht herschauen? Es gibt die zwei Behörden, die zuständig wären, FINMA und Bundesanwaltschaft. Die andere Frage, hat sie eine Zuständigkeit, was das Unternehmen anbelangt? Hat das Unternehmen wirklich korrekt gehandelt? Und dort würden sie sich abstützen auf die FINMA. Und die FINMA hat garantiert, hier in dem Fall Pflicht nachzuprüfen, ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Sie müssen sich vollkommen im Klaren sein. Die Schweiz ist eine Weltmacht im Finanzbereich. Wir haben eine Zeit lang ein Drittel von allen Privatvermögen verwaltet weltweit. Jetzt sind es vielleicht eher ein Viertel statt ein Drittel. Aber die Aufsichtsinstitutionen sind in keinem Verhältnis zu denen gewachsen, zu deren Bedeutung von unserem Finanzunternehmen. Das heißt, wir haben ein Problem. Wir sind ein kleines Land, sind auch angreifbar, sind institutionell nicht optimal aufgestellt und auf der anderen Seite haben wir ein riesiges Risiko. Ein bisschen hemmiger, bishemmiger offensichtlich gegenüber der CS und der UBS. Und da haben wir natürlich das Problem, aufsichtsrechtlich ist das eine, dort habe ich, denen traue ich noch mehr zu, als der Bundesanwaltschaft. Ich denke, ob die Bundesanwaltschaft etwas macht, ist fast egal. Die Amerikaner könnten da noch 500 Millionen holen von der CS. Also ich würde jetzt eher, als was CS anbelangt, ein bisschen Geld auf die Seite tun.